Mal gucken, gibt's hier noch ein anderes Geheimnis? Liga der Hobbylosen. Hallo ihr aberwitzigen Diamanten-Fans da draußen oder andere Kristalle, die euch gerade einfallen. Ja, hier begrüße ich euch zurück zu Hollow Knight. In der letzten Folge sind wir bis hierher gegangen und ja Leute, es kann gut sein, dass ich heute ein wenig müder klinge, weil ich müde bin, aber irgendwie hatte ich so richtig Lust gerade einfach nur aufzunehmen. Und deswegen bin ich hier jetzt einfach hergegangen. Ich dachte mir so, ja, warum einfach nicht einfach aufnehmen? Und Leute, falls wir heute gegen einen Boss kämpfen oder was weiß ich machen, entschuldigt, wenn ich den heute entweder auslassen werde oder nicht genau blicke, wo ich vorankomme. Und darf ich euch sagen, den hier anzugreifen war der größte Fehler des Tages. Jupp, diesen Gegner hätte ich nicht angreifen dürfen, weil ich hätte auf ihm hochspringen müssen. Da glaube ich, damit ich da hochkomme. Also das hier machen und dann bam und dann an die Wand und dann hätte ich da hochkommen können, glaube ich. Aber ich muss dazu sagen, ich habe hier noch gar nichts erkundet, also glaube ich mal, ist es jetzt auch nicht so wild. Und warum springe ich direkt in den Laser hinein? Der ist zwar so richtig falsch, einfach nur. Also ihr komischen Laserkäfer, ich würde euch gerne mal töten. Im Ernst, ich würde euch gerne mal töten. Aber ich glaube nicht, dass ihr mir das so einfach durchgehen lassen würdet. Denke ich einfach mal. Wo sind wir jetzt überhaupt genau? Wir sind irgendwo hier. Okay, da war ich schon. Was? Oh, da kann ich durchstampfen. Okay, ich brauche also irgendwo Seelen. Okay, öffne mal mir hier die Tor. Dann komme ich wenigstens hindurch. Also kann ich wenigstens runter zur Bank hineintergehen. Das wäre zumindest ein Vorteil. So kann ich wieder meine Karte wenigstens aktivieren. Nett gesagt, oder? Denke ich mir jetzt einfach mal. Yay, also Karte aktualisiert. Passt. Und ja, dann kann ich gleich mal hier höher gehen nochmal. Vielleicht kann ich es nochmal versuchen mit dem einem komischen werfenden Typen. Ich weiß nur nicht mal, ob es überhaupt so gehört, ob es überhaupt gemacht werden kann, so oder sollte. Null Plan, ich weiß nur eins. Wir versuchen es noch einmal. Und dann, wenn ich es nicht schaffen sollte, dann habe ich wenigstens Seelen und kann da unten stampfen. Komm her. Verdammt, komm her. Nein, komm her. Nein, komm her. Ein Versuch habe ich noch. Nein, ich glaube nicht, dass es so gemacht werden sollte. Oder kann ich diesen Kristall da oben nutzen? Ich weiß nur eins, es wäre, glaube ich, sogar eine Möglichkeit, da irgendwie hochzukommen. Was echt absurd wäre, wenn es klappen könnte. Aber es könnte gleich klappen. Hier machen wir kurz eine Stampfattacke. Und hier werde ich jetzt sterben. Wenn ich mich nicht kurz einmal heilen kann, bitte. Danke, dass du mir die Zeit gegeben hast, mich zu heilen, du komisches Vieh. Und ich habe mir gerade mein Bein irgendwie wehgetan, weil ich so erschrocken bin, dass ich gleich so weit nach unten gefallen bin. Damit habe ich nämlich überhaupt nicht gerechnet. Muss ich sagen. Jetzt, hey, viel danke. Ich will jetzt hier nicht nochmal sterben. Ich habe jetzt nämlich langsam genug Geld, um mir endlich eine Laterne zu kaufen. Was ist das hier für ein Vieh? Es hat wenigstens gut Seelen gegeben. Ranziges Ei. Okay, das kann ich noch nicht gebrauchen. Also, zumindest ich könnte es vielleicht sogar schon nutzen können, aber ja, bis jetzt nehme ich noch nicht. Mal gucken, gibt es hier noch ein anderes Geheimnis? Ich komme hier nicht mal raus. Jetzt mal im... Hä? Jetzt mal im Ernst, ich komme... Leute, ich muss hier gleich das Spiel beenden, damit ich nochmal wieder rauskomme, weil irgendwie ist da oben gerade der Boden wiedergekommen. Hä? Also das finde ich jetzt doch eine Verarsche. Also bis an der Stelle wieder. Also bis oben an der Stelle halt. Ich werde nämlich kurz... Obwohl, da muss ich ja nicht schneiden, oder? Obwohl doch, ich glaube schon, weil mein Spiel jetzt hier abstürzen wird. Leute, ich habe das Spiel jetzt nochmal neu gestartet. Und ja, Leute, wenn ich Hollow Knight beende, keine Ahnung warum, stürzt es meistens einfach nur ab. Ich habe null Plan, warum, wieso, echt null Ahnung. Ich weiß nur eins... Da gehe ich nicht nochmal rein. Das ist auf jeden Fall sicher. Zweitens, ich will jetzt nochmal versuchen, etwas. Und zwar, weil ich glaube, wenn ich hier hin... Nein. Komm her, du. Du komischer Typ, du.
Ich glaube echt, wenn ich gegen den auf dem draufspringen, könnte ich echt hochküpfen. Also warte, so. Hey, es hat funktioniert, Leute. Ich glaube zwar nicht, dass man da so oder unbedingt hoch sollte, aber ich hab's getan. B. Ich will nicht in die Karte rein. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht gegen irgendwas stoße, Leute. Also, keine Ahnung. Oh. Okay. Ich glaube mal, ich sollte hier noch nicht her. Oder? Kristallisierte Hülle. Überrest eines Käfers, der inmitten der Kristalle gestorben ist. Sie werden von einer seltsamen Kraft angetrieben und greifen, indem sie Lichtstrahlen von ihrer kristallisierten Arme abfeuern. Leute, ich glaube, hier sollte ich noch nicht her. Also werden wir das mal lieber lassen, weil ich glaube, ich habe mich hier gerade hochgeglitscht. Aber im Ernst, das funktioniert halt wirklich. Ich habe es ja gerade gezeigt in meinem Video. Man kann hier ein wenig rumtricksen an der Stelle. Ja. Wollte ich einfach bloß mal auch gezeigt haben. Wenn ich schon mal dabei bin, oder? Okay, dann gehen wir halt weiter hier nach unten, oder? Ich denke, dass das die beste Option ist, die wir gerade haben. Stirb, und hier kann ich jetzt einfach runterstampfen. Hey, das ist voll die gute Idee gewesen. Damit habe ich diesen komischen Gegner wenigstens gleich töten können. Cool. Doch, irgendwie gefällt mir das gerade mega. Erstmal hier die Tür öffnen. Ja, null Ahnung, ob das so eine kluge Idee war. Ich weiß nur eins. Da oben werden wir hingehen, wenn wir soweit sind. Ich hoffe, ich gehe hier überhaupt in die richtige Richtung langsam, ne? Und wehe, hier kommt irgendwo noch irgendein Bossgegner oder sowas. Aha, da komme ich noch gar nicht rüber. Okay. Merken, Leute. Warte, die Stelle muss ich mir jetzt echt auf der Karte kurz markieren. Kann ich irgendwann eine Markierung wegtun? Komm schon. Ja, die lasse ich dir bei Zimmer. Die auch noch. Obwohl, nee, die da. Die kann ich wegtun eigentlich. Die hier kann ich wegtun. Alter, weiß ich, wo es hingeht schon. Da habe ich zwar noch keine Punkte und so, aber. Ja, dann markiere ich mir lieber mal diesen Punkt hier. Und ja, ich muss mir mal mehrere Punktmarker kaufen. Ich weiß, dass ich es eigentlich machen sollte. Und dass ich jetzt gestorben bin, ist schon mir nicht bedauern. Warum wird die Musik jetzt so übertrieben laut auf meinem Kopfhörer? Das macht mich richtig nervös gerade. So richtig, als hätte ich gerade hier gleich den krassesten Bosskampf des Jahres oder so. Ja, mehr als so fühlt sich gerade mein Kopfhörer an. Oh Mann, ich habe meine Seelen verschlossen schon wieder. Mann, das stört mich so mega, dass man auf dem gleichen Knopf sich heilt und auf dem gleichen Knopf auch die Seelen benutzt wird. Jo, das funktioniert jetzt wenigstens wieder. Oh! Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es jetzt so einmal freigeht. Okay, da haben wir wieder Laser. Dann holen wir mal die Seelen hier. Dann heile ich mich mal um das eine Leben gleich mal, wo ich verloren habe. Und gucken wir mal nach. Okay, aus Laser. Okay. Ist aber jetzt eigentlich auch nicht so wild. Man sieht ja, wo die hinfeuern eigentlich. Also, wenn man sie nicht so anstellt wie ich gerade, dann kommt man da eigentlich locker durch. Und ja, ich habe gerade gesagt, wenn man sich nicht so anstellt wie ich. Ganz genau. Hatte diese Laser. Nein. Oh gut, da konnte ich jetzt durch, weil ich Schadennummer habe. Und ja, ich habe mich schon wieder angestellt. Noch was. Ah, Mann, ich weiß auch nicht. Ich finde diese Laserpassage echt ein klein wenig nervig. Von der Schwierigkeit her. Oh nein. Ich hasse diesen Bereich gerade. Ja, aber liegt auch daran, dass ich gerade auch ein wenig müde bin, wie schon einmal erwähnt. Okay. Und habt ihr schon mal Erfahrung mit solchen Lasern gemacht in irgendeinem Spiel oder so? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt gerne auch ein Abo dalassen mal. Und dass ich da jetzt keinen Schaden genommen habe an dem Teil, hat mich mega gewundert. Okay. Heiko, du musst dich jetzt konzentrieren, weil sonst könnte es gut sein, dass du stirbst. Ja, lauf und spring. Und springen, ja, ist mir jetzt egal gewesen. Und ja, irgendwie war mir klar, ich werde jetzt dann mein Geld verlieren. Glaube ich. Also bis an der Stelle, wo ich mein Geld jetzt verlieren werde. Wahrscheinlich. Geil. Obwohl, da muss ich, glaube ich, nicht mal schneiden, ne? Eigentlich nicht. Komm, Heiko, lass das halt. Oder. Lass es einfach mal drin, Heiko, ja. Ist jetzt ja völlig Schnuppe. Also zumindest für jetzt gerade. Ich weiß nur eins.
Ich habe jetzt echt Schiss, dass ich hier jetzt meine Seele verliere. Das wäre halt echt bitter. Ich wüsste zwar, wie ich sie retten könnte, aber dafür bräuchte ich vorher Geld. Und dazu müsste ich vorher wahrscheinlich zur Bank gehen. Und ich glaube nicht, dass ich so viel Geld habe auch. Bitte ist meine Seele hier am Anfang des Eingangs. Wenn nicht, dann muss ich mich jetzt mega konzentrieren. Also bitte sei meine Seele am Anfang des Eingangs. Bitte. Und dass ich das gerade so gut geschafft habe, hätte ich nie mitgerechnet. Und ja, die haben dran gedacht, dass jemand sterben könnte. Wie geil. Das freut mich gerade so mega, weil das Geld will ich behalten diesmal auch. Wirklich krass. Deswegen, Heiko, du bist jetzt wacher wie vorher. Das finde ich gut. Außer du kriegst schon wieder so krass Schaden, unnötigen. Konzentration bitte. Verlass mich nicht. Oh ja. Hier durch. Hüpfen, hüpfen. Komm weiter, das packst du. Das auch noch. Das auch noch. Das hat er gerade so gepackt. Hier einfach nur ganz leicht hüpfen. Dann rennen und sprinten. Und dann sprinten. Sprinten hier. Musst einfach nur auf Risiko gehen. Und ja, was warst du dann so schwer dran, Heiko, dass du da einmal sterben musstest eigentlich? Jetzt mal im Ernst. So schwer war das jetzt eigentlich nicht, wenn man sich konzentriert und reden kann gleichzeitig. Kann ich nur nicht. Okay. Jetzt geht's hier nach unten. Ja. Schön. Da kommt ein Bosskampf, oder? Bitte nicht. Okay. Ist es kein Boss? Kristallherz. Halte LT-Link-Taste, wenn du am Boden bist oder an deiner Wand festhältst, um die Kraft zu konzentrieren. Lasse die Taste los, um vorwärts geschleudert zu werden und durch die Lüfte zu fliegen. Nein. Ich bin der Einzige, der wahrscheinlich hier jemals gestorben ist, weil er sich komplett verdrückt hat. Und zwar, bam, meine neue Fähigkeit. Ganz genau, die ist eigentlich ziemlich geil. Und ja, die kannte ich eigentlich schon. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich kannte diese Fähigkeit schon. Und bam! Alter, ich mag diese Fähigkeit. Die ermöglicht jetzt, dass wir uns halt übelst viel wohin bewegen können. Seht ihr ja selbst, hier gibt es Bereiche, da konnten wir uns vorher nicht bewegen. Aber bevor wir das machen, werde ich jetzt erstmal zur Bank wieder hochgehen. Das ist zumindest mein jetziger Plan, weil ich einfach nur mich heilen möchte. Also nicht nur heilen, ich möchte auch absichern, dass ich diesen Bereich geschafft habe. Auch wenn es automatisch speichert, dieses Spiel. Ich traue diesem Spiel ab und zu einfach nicht. Und dass ich schon wieder vorbeigefahren bin an der Bank, war mir auch gerade schon wieder klar. Ja, das ist einfach so deprimierend gerade ein wenig. Okay, und zwar, ich würde jetzt sagen, wir erkunden erstmals die Gebiete zu Ende, wo wir nicht weiter konnten. Also einfach nur das da unten, seht ihr ja gerade. Und danach halt da rechts. Und dann sind wir schon eigentlich mit dieser Kristallminenbereich schon durch. Also außer das da oben halt, wo ihr gesehen habt. Also da, wo ich halt gerade vorhin war, wo so ein Typ mit Laser geschossen hat, so eine Hülle. Das war echt unerwartet, weil ich glaube nicht, dass ich da jetzt schon hin sollte. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Und dass ich hier alles deaktiviert habe, ist eigentlich ziemlich geil. Das macht die Sache halt echt angenehmer, irgendwo hinzugehen. Das macht die Sache halt wirklich einfach angenehmer. Hey, du komisches Vieh. Schieß. Schieß. Dann stirb, bevor du schießen kannst. Selbst schuld, wenn du nicht geschossen hast. Und danke, dass ich Schaden von dir kriegen durfte. Ist es überhaupt der Bereich? Ja, ist es der Bereich. Aber ich versichere nicht, dass da hinten nichts ist. Nein. Nein, Leute, ich kann hier noch nicht her, weil ich hier erst noch vorher mir eine Laterne kaufen muss. Ich dachte jetzt voll, das ist der Bereich, wo ich noch nicht erkundet habe. Aber dann gibt es hier eigentlich gar nichts zu erkunden, ne? Dann bist auf der Bank. Also bis zur Bank. Ich werde jetzt zur Bank gehen wieder. Weil es gibt hier nichts mehr zu erkunden. Okay, es gibt hier noch einen kleinen Bereich. Nein, es ist nicht der Bereich, den ich erkunden wollte. Oder? Nein, ist es halt wirklich nicht. Das war eins weiter unten. Und zwar hier. Ganz genau hier gibt es noch einen kleinen Bereich, den wir erkunden könnten. Und zwar diesen Bereich hier. Und zwar, weil es gibt nämlich hier... Nein, Alter, ich mag diese Plattform nicht. Hey, dreh ich wieder um. Danke, du Plattform. Und zwar, es gibt hier drüben noch einen Bereich. Da war ich noch nicht oben. Aber so wichtig war es der Bereich auch wieder nicht, wie ihr gerade gesehen habt.
Ja, also bis oben. Leute, ich habe euch das jetzt einfach mal rausgeschnitten. Wir gehen jetzt da unten hin, wo ihr seht, da wo diese ganzen Stacheln sind. Also, ich weiß, ich denke mal, ihr wisst, wo ich meine. Und falls es mir selbst in meinem Video, wenn ich es spät morgen schneiden werde, denke so, yo, das kann man sehr schlecht erkennen, dann werde ich da vielleicht einen Pfeil hinmachen. Vielleicht. Mal sehen. Null Ahnung. Ich weiß nur eins, wir gehen hierher. Obwohl, ich muss euch ja nicht zeigen, warte, ich mache jetzt einfach hier nochmal hin. Da jetzt könnt ihr sehen, wo ich meinte. Und hier war der Konifer und ab hier werden wir jetzt weiter reisen. Ganz genau. Und ja, dieses Kristallding ist ein klein wenig OP. Und ja, Leute, ich wollte hier sicherheitshalber nochmal abbremsen, weil ich mir da nie so sicher bin. Weil es gibt nämlich einen Bereich, da wird es ein wenig, wie soll ich sagen, schwieriger. Ja, und zwar ab hier. Ab jetzt müssen wir das nämlich auch an der Wand einsetzen. Also so, runterrutschen und dann einsetzen. So in etwa. Und naja, beim ersten Mal spielen habe ich das halt dann doch ein wenig zu früh eingesetzt. Immer an der Wand. Ganz ehrlich gesagt. Und das war eigentlich die Kristallbereich, muss ich sagen. Jetzt kann ich hier noch diesen Aufzug aktivieren, der jetzt natürlich ohne mich runterfährt. Genial. Aber ich glaube sogar bei diesem Aufzug gibt es noch irgendein Geheimnis. Sogar. Und zwar auf dem Aufzug. Ich glaube sogar, dass auf dem Aufzug irgendwie hier noch ein Geheimnis existiert. Aber wie ich jetzt hier wieder hochfahre, also ich meine jetzt halt dann wieder hochkomme zu diesem Aufzugbereich. Null Ahnung. Echt nicht? Hier gibt es kein Geheimnis bei dem Aufzug. Ich dachte, ich kann da oben stehen. Also ihr wisst jetzt ja schon, wo wir sind. Wir sind ja wieder hier bei dem... Also beim... wie heißt es nochmal? Ja. Ich habe Miestmund, genau. Wir sind wieder direkt am Start. Und nein, hier wollte ich nicht rein. Können wir ja gleich mal reingucken, was die zum Angebot haben. Und wo es jetzt genau weitergeht, Leute, das muss ich mich nochmal im Nachhinein dann gleich informieren. Also nach diesen Aufnahme hier. Wo es hier direkt weitergeht. Ich weiß nur eins. Wir könnten uns hier eine Gefäßteil kaufen, aber ich spare halt auf die Luma-Fliegenlaterne hin. Muss man einfach sagen, die brauche ich einfach irgendwann mal. Und deswegen kaufe ich mir jetzt einfach gar nichts. Ja, okay, doch, ich werde mir hier noch einen zweiten Marker kaufen. Sicherheitshalber für... Oh, das ist die falsche Bereich. Und wir haben noch nicht den Weg, den Zugweg von der Kristallmine entdeckt. Das ist auch noch ein Ding, wo wir auch noch irgendwann machen könnten. Ja, weil diese Strecken hätte ich einfach gerne auch. Und ich kaufe mir noch so ein zweites Nadelset. Weil die 100, die kann ich einfach mal gut ausgeben. Ihr merkt schon, die Karte ist jetzt sowas, was mir jetzt so halbherzig hinterher stinkt eigentlich nur. Ja, Leute, ich werde noch kurz wieder zurückgehen in die Kristallmine und den einen Wurm retten. Also, damit ihr wisst, wie man wieder zurückkommt in die Kristallmine, man macht das hier. Also man geht da oben hin zu dem Weg, zu dem, wo man hergekommen ist, und dann fliegt man einfach hinüber. Wenn man nicht sich total bescheuert anstellen würde. Aber ich habe es geschafft, dass ich den Aufzug aktiviert habe. So gesehen hat es irgendwie auch funktioniert. Ja. Ey, geh wieder hoch. Nein! Also bis gleich. Leute, ich bin jetzt hier, wo der Wurm ist. Also nicht wundern, ich habe euch das einfach mal komplett rausgeschnitten. Also da, ich habe diesen einen Wurm hier gerettet. Diesen Würmling. Oder was auch immer das genau ist. Wieso auch immer die da überall sind. Leute, ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge ist. Deswegen verabschiede ich mich mal an der Stelle. Haut's rein, mal in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, yo, ihr aber witzigen Hollow Knight-Fans da draußen. Guckt auch bei eins meiner anderen Videos vorbei. Ciao.